Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dunes Tower Defense 6. Seit einigen Tagen wissen wir ja, was ins nächste Update kommt. Wir wissen nur eine Sache nicht: Wann kommt das Update? Und da gibt es jetzt erste Vermutungen. Denn wenn wir hier mal in den Boss-Modus gehen, dann sehen wir oben, Boss-Event endet in 3 Tagen. Normalerweise gehen Boss-Events doch ein bisschen länger, oder? Gehen nicht normalerweise 4 Tage? Und ja, die Idee ist, glaube ich, dass nächsten Dienstag das Update wohl kommen wird. Ist jetzt auch mein Call. Nächsten Dienstag kommt das Update. Die Boss-Map ist sogar recht interessant ausnahmsweise, denn es ist der Schießstand. Und wenn wir uns den mal angucken mit Benjamin, das ist nicht die optimalste Map für den Bosskampf. Da können wir 2 Einheiten hinhauen, aber auch keine zu großen, wie wir sehen, der passt da nicht hin. Wenn wir das in der Mitte wegkaufen, können wir da ein paar Einheiten platzieren. Ansonsten hier an den Rand, aber es ist jetzt auch nicht so richtig schwierig. Könnte eine schwere Map sein, um was hinzukriegen. Wir versuchen es einfach mal. Wir geben unser Bestes. Wir machen mal Stärksten. Wir machen mal ein U-Boot. Ich kann mir aber vorstellen, dass hier der Wurfball auf dem Paragon nächsten krass ist. Und die Skillung hier unten übrigens ist verboten. Das ist die Map, wo diese Skillung hier am meisten kicken würde wahrscheinlich. Ist aber Blunarius. Das heißt, wir können theoretisch den Alchemisten da lassen. Wir könnten theoretisch versuchen, einen ultimativen Affen hier zu beschwören. Ich weiß nicht, was es genau bringen soll. Aber können wir theoretisch machen. Morgen kommt dann wieder ein Video zu Dunes Tower Defense Battle 2. Da ist ja gestern das große Update rausgekommen. Da zeigen wir dann den Eisaffen. Und ja, nächsten Dienstag kommt das Update. Ich bin gar nicht so gehypt auf das Update, muss ich ja sagen. Weil der Content, der damit reinkommt, es kommt kein neuer Paragon rein, es kommt kein neuer Held, kein neuer Affe rein. Das ist ein bisschen schade. Weil wenn man wirklich jetzt 2 Monate drauf gewartet, da hätte ich von mir aus auch 2,5 Monate warten können. Und dafür hätten wir dann wirklich was Neues gehabt und nicht nur ein paar Balanceänderungen. Aber gut, so ist das halt im Leben. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Falls ihr übrigens neu seid, würde ich mir wünschen, auch wenn es kein Wunschkonzert ist, dass ihr mal ein Abo da lasst. Könnt ihr einfach mal machen, wenn ihr wollt. Wir gehen jetzt erstmal ganz entspannt aufs Geld. Hier oben kann ich ja auch einen Ninja raushauen, ne? Wahrscheinlich ist die Antwort einfach 2 Ninja und ein Boomerang-Affen. Oder ein Ninja könnte auch reichen. Aber das sollte reichen für den ersten Boss. Relativ safe. Und dann für den zweiten Boss, ja, keine Ahnung, vielleicht ist der Boss muss auch nicht mehr schwer. Es kann sein, dass wir den inzwischen so gut raus haben, dass der kein Problem mehr ist, weil der ist jetzt ja auch schon wirklich Monate draußen, deswegen ja eigentlich kein Wunder. Und ich weiß, ihr wartet auch, oder ich sag mal so, einige warten auch viel mehr auf eine neue Taktik für eine Schimpansen-Map. Ich bin nicht so gehypt auf die Schimpansen-Maps, die ich gerade noch machen kann. Alle Schimpansen-Taktiken, wo das Gefühl am Anfang ein bisschen glücksabhängig ist, ob du das schaffst, mag ich nicht so. Vielleicht gibt es inzwischen ja neue Taktiken, die ein bisschen cooler sind. Aber ich bin nicht der größte Fan von der Map, die sich die ganze Zeit dreht. Da habe ich eine Taktik, die ich fast drauf habe, aber dann habe ich die nicht mehr gespielt, weil dann kam ein Update und dann... Ich müsste mir nochmal mehr drauf schaffen. Ich will. Ja, ich will, aber da müssen wir echt nochmal ein bisschen Geduld aufbringen. Wenn ich das zeitlich hinkriege, ist heute Abend übrigens auch ein Livestream. Müsste zumindest passen. Auf meinen Twitch-Kanal, Bardo.tv. Könnt ihr ja mal auschecken, wenn ihr wollt. Keine Garantie natürlich. Aber wäre heute zumindest an der Reihe ein Stream. So. Muss ich noch was raushauen? Da kommen Ballons ein bisschen durch, ne? Ich bin ein Esel. Ich hätte Benjamin schon lange raushauen können. Der hätte mir viel mehr Geld gemacht. Jetzt gehen wir so. Okay, für Runde 28 wären wir safe. Benjamin, der macht natürlich Geld. Ich hätte ihn früher raushauen sollen. Stupid! Dummer Hobbit! So, dass der Terminals angreifen kann. Und wir skillen auch mal so, dass er das jetzt auch kann. Da sind wir wirklich safe bis Runde 40. Da muss ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen. Denke ich zumindest. Ich denke, der Wurfelaffen-Paragon lasert hier wirklich. Weil da oben ist ja direkt eine Wand. Das heißt, alle Einheiten kassieren quasi Doppelschaden. Wenn wir den Wurfelaffen-Paragon raushauen haben, haben wir gewonnen. Ist meine Vermutung jetzt einfach. Ich denke, dann sind wir relativ safe. Dann haben wir es. Und dann passt das. Dann können wir noch ein paar Sachen so just for fun raushauen. Aber wenn wir den draußen haben, zack, fertig. Wir haben aber so ein bisschen dumm geskillt. Deswegen weiß ich nicht, ob wir alle Marktplätze rauskriegen bis Runde 37 ungefähr. Eigentlich sollte ich jetzt nicht weiter auf Geld gehen. Aber ich mach's einfach mal. Ich denke, wir werden eh ein paar von den Plantagen verkaufen müssen. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, Granate. Klebebombe brauchen wir da. Der kommt doch von links. Der Moab auf dieser Map kommt von links, also kommt der Boss wahrscheinlich auch von links. Das sollte stimmen und richtig sein. Wir werden aber trotzdem gleich einmal rauszippen, weil wir müssen das da wegkaufen und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Achtung, seid ihr bereit? Wir zappen raus. So. Denn wir müssen was verkaufen. Jetzt können wir kurz ein bisschen durchatmen. Ist eine sehr wichtige Taktik.
Ist auch anscheinend kein Bug, weil es wurde ja nicht rausgefixt, Dinger. Wir verkaufen mal drei. Wir machen mal einen hiervon. Wir machen mal einen hiervon zur Safety. Wir machen das mal weg. Wir kaufen mal noch einen. Wir machen jetzt hier einen Boomerang-Affen hin. So. Und ich booste noch mit den Alchemisten. So, das sollte jetzt reichen. Gut. Sollte jetzt alles down gehen. Wir gehen dann jetzt auf mehr Geld. Wir können jetzt auch hier die richtigen Plantagen machen. Das heißt mit Mitte-Skillen. Zack, zack. Ja, der Schaden sieht aber gut aus. Und wir können auch verkaufen, das ist auch ein Vorteil. Das heißt, wenn der Linke jetzt nicht mehr in der Reichweite ist, dass der große Bomben wirft, verkaufen wir den einfach und zack, fertig, machen jetzt hier mehr Geld. So. Und wenn der down ist, können wir auch nochmal wieder was verkaufen. Ich weiß noch nicht was. Ich mach mal das weg für ein bisschen Geld. Und jetzt noch einen Marktplatz. Ist halt echt wichtig, dass man das Verkaufen ganz gut raushört. Aber jetzt haben wir es ja eigentlich. Wir können vielleicht noch in irgendeiner dummen Runde Game Over gehen, weil ich das unterschätze. Aber wenn ich jetzt hier den oben noch skille, so, Moloch, der fetzt da ja gut durch, der macht ja gut Schaden. Sollte passen, wir haben jetzt schon 9, ne, gleich. Gleich haben wir 9 Marktplätze. Gibt auch gut Geld. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ja, wenn man einmal halt verstanden hat, wie man den Boss-Modus spielen muss, dann ist der ja wirklich kein Problem mehr. Wir spammen einfach jetzt hier unten alles zu, bis Runde 57. Dann in Runde 60 verkaufen wir wieder ein bisschen was, machen dann MAD. Ja, das geht. Ich hätte gedacht, die Map ist viel schwerer, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, es ist eine ultra schwere Map für den Versuch. Aber die ist ja tatsächlich relativ simpel. Jetzt ist die große Frage, soll ich so arrogant sein und einfach sparen oder soll ich was verkaufen? Weil ich glaube, wir können auch einfach jetzt warten. Wenn wir halt irgendwann den MRD draußen haben, reicht es. Könnte jetzt backfiren, dass ich das auf safe... Wobei, ich muss die eh verkaufen. Wir brauchen den Platz ja nachher im Moment dann. So. Zack. Ja, ganz entspannt. Ich muss Affendorf auch verkaufen, Moment. Das war dumm. Vor allem war es nicht geplant. So. Easy, easy, easy. Dankeschön. Das Gute an Lunaris ist ja, also den Boss, den wir jetzt haben, ich kann da halt Boosts raushauen ohne Ende. Viel häufiger ist ja Licht am Start und bei Licht, du kannst da nicht boosten, das ist ja verboten. Das nervt immer so ein bisschen. Jetzt können wir ja boosten, wie wir wollen, wir können ja machen, was wir wollen. Das ist einfach viel entspannter. Ich könnte auch jetzt ihn verkaufen und dann eine schwächere Version von ihm dahin packen, aber warum soll man sich die Mühe machen? Das ist doch okay. Sollte der stehen, der hat sich da den Platz verdient. Ich verkaufe trotzdem nachher, wenn ich den Wurfall auf den Paragon beschwören will. Weil die Position ist zu gut. Aber aktuell kann er da noch stehen, auf jeden Fall. Dann machen wir gleich eine Kombination aus zu den Waffen und der Fähigkeit vom MAD. Achtung! Zack, zack. Ja. Mein Handy vibriert ohne Ende. Aber da kommt krasser Schaden herum. Ich ziehe nach links. Wir verkaufen den Boy. Wir machen jetzt hier einen Wurfall auf den Paragon hin. Zack. Den ersten, wir machen jetzt hier permanent Gebräu. Zack. Oder alternativ, ich ultra booste den MAD. Wir machen einen ultimativen MAD hier hin. Der ist auch schon recht stark. Haben wir ja auch schon mal getestet, der kriegt eine Menge hin. Machen wir das mal so. Geldverschwendung? Vielleicht. Das geht mal so. Wir machen mal so und so. Ja, guckt euch das mal an, wie der weggelasert wird. Gute Nacht. Wie viel ist er übertaktet? Neunfach übertaktet, ja. Das ist ja wirklich insane. Das geht noch schneller. Achtung wieder, Heimatverteidigung und Boost, zack, zack, bam. Er schießt auch einfach 2000 Raketen. Monster. Und dann sparen wir jetzt so lange, wie es geht. Und hauen dann gleich den Wurfelaffenpalgon raus. Der hoffentlich ein anständiges Level kriegt. Also er wird nicht ganz so hoch sein, ich sag mal Level 35, denke ich mal. Sehr krasse MAD gerade, die meisten Schaden macht. Macht der Wurfelaffe ja gar nicht so viel Schaden, das heißt, da kommt er gar nicht so weit. Aber ein bisschen kriegt er schon hin. Opferung haben wir schon lange genug. Ich weiß nicht, warum ich das noch hier raushaue. Ja, Level 40. Komm, ich gönne ihn Level 40. Level 40 wird er sein. Ich glaube, 1,5 Millionen Schaden muss der machen als Limit. Oder was, 3 Millionen? Ich meine aber gar nicht so viel. Hat der jetzt ja schon fast. Leicht wird der doch höher. Schaden haben wir, glaube ich, so. Ich habe gesagt, der hat Nose-Level, ne? Komm. Und boom. Er ist Level 48. Kleber
Zack, zack, bam. Der Schaden. Der Schaden, Leute. Er hat 3 Millionen Leben. Und wird einfach weggelasert. Der Schaden. Damen und Herren des Hauses. Was ist denn da mit den Schaden los? So, zack. Ich weiß nicht, warum ich Damen und Herren des Hauses gesagt habe. Ich sag das nicht. So. Oh, der arme Bildschirm. Einfach nur toll. Wir warten jetzt nochmal kurz ein bisschen. Und nochmals mit Bus. Er ist tot. Hat 2 Runden überlebt. Würdevoll. Wer übrigens am meisten Schaden gemacht hat, der MAD. Safe. Am meisten Schaden. Ja. 7 Millionen Schaden hat der MAD gemacht. Also wenn es noch weitergelaufen wäre, hätte der Paragon mehr Schaden gemacht. Aber ja, der hatte ja gar keine Chance. Der Boss, der wurde einfach weggeballert. Das gibt uns einen kleinen Roboter. Der habe ich die also immer. Weil ich will mir den Banner hier holen. Und der kostet halt 300. Dass wir einmal den Boss im Elite-Modus schaffen. Hätten wir es locker. Na gut, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo lassen. Dann sehen wir uns aber. Bis zum nächsten Mal. Spätestens bis zum Update am Dienstag. Bis dahin, Leute. Und ciao.